Hallo, liebe Freunde des gepflegten Panzerfahrsports und willkommen zum Replay-Mittwoch. In der ersten Runde sehen wir MTDA im Ferdinand in einem, naja, genau genommen Lautiergefecht auf Westfield. Es ist ein halbes, naja, es ist ein Lautiergefecht. Es ist eine 9-8 Runde. Es gibt keine Siemer, das heißt, er ist Bottom-Tier, also Lautier kann man jetzt nicht weiter drum rumreden. Sei es drum. Trotzdem kann er mit dem Ferdi auch in diesem Gefecht durchaus was machen, denn das Herzstück dieses Panzers, Jagdpanzer Tier 8 der Deutschen, ist die Kanone mit 246 Pennen auf der AP, 311 auf der APCR, was Premium ist, 490 der Alpha, also richtig, richtig nett. 0,35 die Genauigkeit, also damit lässt sich auch auf größere Distanzen relativ gut was machen. Ich glaube, die Zug ist direkt AFK gegangen hier, so wie das aussieht. 2,3 Sekunden die Stock-Einzielzeit, 11,7 Sekunden die Stock-Nachladezeit. Es ist eine Art hier im Gefecht, jetzt bin ich gespannt. Er kann auf den E5, also auf dem Patriot, da schon Schaden machen. Da trifft er vermutlich die Wanne, am Turm wäre wohl nicht so zuverlässig durchgekommen. Generell die Position hier hinten nicht unbedingt meine Lieblingsstellen, denn man geht normalerweise direkt auf, wenn da jemand über die Kuppe drüber guckt und man steht hier total arty offen. Also für einen TD, ja, man kann da stehen, aber ich mag die persönlich nicht die Position. Man muss schon hoffen, dass sein Team ganz gut dort drückt, aber auch nicht zu sehr drückt, weil sonst steht man nämlich auch umsonst hier. Also in der Summe, ja, ich stelle mich lieber dorthin, wo der Pershing steht, beziehungsweise ein Stück weiter oben, also auf G4 dort in diese Region. Oder mit dem Ferdi kann man auch, oh, KV5, hallo, kann man auch überlegen, durch die Stadt zu fahren. Jawohl, kein Problem gegen den KV5. Da tut es schon mal richtig weh und auch der spottet ihn da. Die Panzerung, wir sehen es, der KV5 hat es natürlich richtig schwer. Der T-44 da an die Seite definitiv nicht. Da muss die Su jetzt mal was machen. Oder der Pershing. Oder er macht es einfach selber. Guten Tag, T-44. Da hat er schlecht geaimt. Da hätte er weiter vorhalten müssen. Dann hätte er den T-44 auf jeden Fall wunderbar getroffen. Dass der da über das Feld fährt, das darf so nicht passieren. Und das wird auch direkt bestraft, denn das am Anfang einer Runde sollte man das auf jeden Fall nicht tun. So, KV-5 nochmal in den Turm. Nett. Schon jetzt 1474 Schadenspunkte. Wie gesagt, die Panzerung von Ferdi gar nicht so schlecht. Wenn man sie zwischen den Schüssen anwinkelt, können da auch schon mal 9er dran bouncen. Klar, gegen 10er wird es dann schwierig, denn da ist nichts geschrägt oder gewinkelt dran. Zwischen den Schüssen, wie gesagt, anwinkeln, dann kann man die Panzerung auch recht effektiv einsetzen. Der Ferdi ist nicht der mobilste. Er hat einen Topspeed von 30 und ein Leistungsgewicht von 12,58. Das geht also durchaus besser. Wenn man in dieser TD-Linie was Mobileres haben will, dann muss man sich für den Jagdpanther 2 entscheiden. Das Problem ist, dass der einen nicht so gut vorbereitet auf die nachfolgenden Panzer, also auf den Jagdtiger und auf den Jagd-E. Da ist der Ferdinand deutlich besser, denn ich glaube, der hat sogar schon den zweiten Ladeschützen, den man dann auf dem Jagdtiger bzw. auf dem Jagd-E braucht. Und der 9er und der 10er sind halt auch nicht die mobilsten Fahrzeuge. So, MTDA merkt, dass er an der Position nicht mehr viel machen kann. Sein Team auf der Heavy Lane arbeitet da so, dass er da keine Ziele bekommt. Deswegen orientiert er sich jetzt um, fährt hier Richtung Pershing, um den vielleicht gegen den Scorpion G zu unterstützen. Und hier sehen wir jetzt die Problematik beim Ferdi. Er ist, wie gesagt, nicht der Schnellste. Und wenn man den Zeitpunkt verpasst, wo man nachrücken muss oder wo man vielleicht die Position wechseln sollte, dann fährt man dem Schaden so ein bisschen hinterher. Beziehungsweise, wenn man am Anfang einer Runde sich falsch positioniert, vielleicht die... Na? Ah, da hat er die Outline nicht gehabt, deswegen hat er nicht geschossen. Wenn man zu Beginn einer Runde mit dem Ferdi sich falsch positioniert, weil man das Matchmaking falsch gelesen hat, dann kann es mit diesem Panzer auch relativ schwer werden, noch auf Schaden zu kommen. Oder man steht am Ende alleine auf irgendeiner Flanke rum und wird dort zusammengeschossen. So, Scorpion G macht ihn da leider auf. Das ist natürlich jetzt schade. Damit wird der, glaube ich, nicht nochmal rauskommen, denn der Scorpion G weiß ganz genau, dass er ein One-Shot ist. Der bleibt jetzt hier schön hinter dem Haus stehen. Hat jetzt noch 5 Lebenspunkte. Ich glaube, der Pershing wird ihn auch gleich rausnehmen, wenn er nochmal lugt. Ja. Jetzt kommt er. Jetzt hat... Schuss! Sehr schön. Da hat der... Oh, guckt euch den Tarnwert des Stritzwagens an. Der steht direkt vor denen und geht erst jetzt auf. Aber das Fiese ist, der steht hinter dem Frack vom... Jetzt.
Genau, der steht an dem Wrack vom Scorpion G. Hat jetzt hier überwinkelt und deswegen kann man mit der Kanone hier wunderbar an der Seite vom Stritzwagen 130 durchschlagen. Der verkrümelt sich da jetzt auch. Ja, die Stritzwagen, wir kennen es ja, im Rückwärtsgang schnell. Aber Schuss, jawohl. Der hat gegen die Kanone vom Ferdi relativ wenig Chancen. So, Mod 1 wird da jetzt auch rausgehen. Kriegt er da noch ein Schussfeld? Ne, kriegt er nicht. Da kommt noch der T-54 Light. Den kann er abfrühstücken. Und tschüss. Warum schießt du nicht? Warum schießt du nicht? Das wäre ein kostenloser Kill gewesen. Na komm schon. Jawohl. Leider nicht der Schaden, den man hätte rausholen können. Denn der war vorhin schon mit 400 Lebenspunkten im One-Shot-Bereich. Und du kannst schießen. Ich glaube, der ist sichtbar. Der ist, du hast bloß keine Outline durch die Mauer. Okay, durch den Turm vom 112er. Kann man machen, aber du hättest auch einfach durch die Mauer schießen können. Die Outline war noch nicht angezeigt, weil, wie gesagt, die Mauer im Weg war. Und jetzt ist es nur noch die Arti. 2700 Schadenspunkte macht er. Das ist jetzt für den Ferdi nicht richtig mega viel. Das ist schon viel, das ist sehr gut. Aber er macht 5 Kills, bekommt er noch den 6. für den Krieger und kann er sich damit vielleicht eine richtig gute Runde sichern. Und oh, hat er ein Glück, die Arti steht hier oben, halb angeaimt. Sie hat 450 Lebenspunkte, ist also ein One-Shot und damit geht die Arti raus. Und MTDA sichert sich mit diesem Kill den Krieger. Hier haben wir die Auswertung von MTDAs Runde auf Westfield im Ferdinand. Er bekommt überraschenderweise mit dieser Runde das Panzerass, obwohl ich ja gesagt habe, dass er vom Schaden her nicht ganz so gut dasteht. Also was heißt, das ist falsch. Der Schaden ist schon sehr gut, aber ich hätte gedacht, dass man fürs Panzerass auf dem Ferdi noch ein bisschen mehr gebraucht. Aber wir dürfen nicht vergessen, er war, ja, wie ich am Anfang gesagt habe, Low-Tier. Er hat also nur auf gleichwertige oder auf höherwertigere Ziele geschossen und wird deswegen halt dann von den XP halt besser belohnt. Er bekommt noch Wirkungsfeuer, den Krieger oder beziehungsweise die Top Gun für 6 Kills. Und mit dem Kill auf die Arti macht er dann auch ein bisschen Schaden. Am Ende sind es über 3000 Schadenspunkte, 3206. 6 Kills, Basiserfahrungspunkte 1171. Ihr seht also, das Ass auf dem Ferdinand liegt jetzt nicht mega hoch. Trotzdem muss man natürlich schon eine sehr gute Runde haben, was MTDA hier auf jeden Fall hatte. Er spielt ohne Premium-Account, hat kein APCR geschossen, soweit ich das gesehen habe, bekommt aus dieser Runde 16.300 Credits raus. Er selber hat gar nicht so viel einstecken müssen, 300 Schaden hat er geblockt und wahnsinnige 68 Schadenspunkte ermöglicht, so ist es richtig. Da er ohne Premium-Account spielt und es kein Tagessieg war, bleibt es bei den 1171 Erfahrungspunkten. Tja, erste Runde, Ferdinand, Panzerass auf Westfield. Wir springen mal in die zweite Runde und schauen mal, was uns dort heute erwartet. In der zweiten Runde sehen wir Funky Sky in einer Top-Tier-Runde im T-54, der ja vor kurzem erst einen Buff bekommen hat am Turm und auch ein paar Umbauten an der Kanone. Wir gucken jetzt mal, er spielt den Panzer mit der Kanone, die weniger Durchschlag, weniger Genauigkeit hat, aber dafür eine höhere DPM und ein bisschen mehr Gun Depression. Auf der Kanone hat er 201 mit der AP an PEM, 330 mit der Heat, also die Heat-Munition ist auf dem T-54 richtig, richtig krass. Er hat 320 Alpha, 0,39 die Stockgenauigkeit und 2,5 Sekunden die Einzielzeit. Also ich finde die Kanone rein von ihren Werten her richtig mies. 7,4 Sekunden die Nachladezeit Stock, das macht sie wieder recht attraktiv, denn damit kommt man, naja, ich würde mal sagen, auf 6,5 Sekunden. Ich würde sogar sagen, noch ein Stück weiter drunter. Kommt auf die Mannschaft an. Er hat mit der Kanone hier auch 1 Grad mehr Gun Depression, also minus 6 Grad. Ansonsten der T-54, sehr mobiler Panzer, 20 PS pro Tonne das Leistungsgewicht. Ich glaube 54, habe ich mir das richtig aufgeschrieben, 54 Topspeed ist es nicht ultra, aber geht schon. Und durch das Leistungsgewicht, na Löwe.
Hallo? In die Seite? Ja, komm, Max, schieß. Naja, nimmt über den Skoda. Definitiv die bessere Wahl in der Situation, denn der Skoda ist weich. Beim Löwe hat er nur den Turm gesehen. Und mit den Pennwerten, da macht er keinen Schaden. Das weiß er auch, deswegen schießt er nicht. Er ist hier auf jeden Fall auf Tundra auf den Berg gefahren. Er versucht hier als Top-Tier, also sein Team, anzuleiten. Und kann jetzt hier... Och, ihr sechs. Nein! Das war eine Einladung für Free Damage und er verschießt da. Aber wir sehen halt hier, was das Problem der Kanone ist. Beziehungsweise hat er jetzt auch ein bisschen Gun Depression hier hätte gebrauchen können. Und hier, ja, sehen Sie schon. Ja, auf den Tiger P, genau. Wunderbar. Die interessieren sich hier auch nicht wirklich für ihn. Und er hat auch gerade, na jetzt, aber der Tiger P sieht vermutlich nur den Turm. Und da bounced er. Die haben sich am Anfang nicht für ihn interessiert. Und er konnte hier wunderbar die Schüsse in die Seite setzen. Und der Rest des Gegnerteams ist auch komisch verteilt. Auf der Heavy Lane ist gar keiner. Oh, nochmal hier in die... Ja. IS-6, Trollpanzerung schlechthin. Und mit 201 mm in die Seite. Na, Kettenrad. Kettenrad geht immer. Er macht hier auch gute Highrolls gerade. Das Gegnerteam ist in einer ganz komischen Verteilung. Also wie gesagt, Heavy Lane gar keiner. Löwe in Steyr da irgendwo am Cap. Die beiden TDs irgendwo bei E6. Er drückt aber jetzt gar nicht weiter auf den IS-6 und auf den, was ist es, ein Tiger? Tiger P. Sondern er versucht hier irgendwie seinen Schaden anzubringen. Vielleicht auf die, auf den A44. Ja, macht er gut. Er fährt auch nur so weit, dass er hier nicht runterfällt. Und wir sehen auch mit dem, mit der geringen Gun Depression kann man hier mit dem T54 arbeiten. Und da ist schon der nächste Gegner, Jagdpanther, in die Seite. Ich glaube, der checkt überhaupt gerade nicht, was ihm da passiert. Das ist hier wirklich Free Damage. Oh, 260 ist mal ein harter Low Roll. Na, kommt er auf den Skoda? Ah, da trifft er wohl nur das Kettenglied. Und der Skoda sieht hier nur Turm oder irgendwas. Trifft nicht. Und er kann den nächsten Schaden anbringen. Er hat jetzt schon 3000 Schadenspunkte gemacht. Oh, Gun Depression. Und tschüss. 3185. Jetzt steht 5 zu 4. Er hat 2 Kills. Und hat jetzt schon eine lila, eine W8. Na, auf den, da wird er wohl runterfallen. Auf den kommt er nicht. Aber da rutscht er jetzt runter. Alter, Alter. Ey, du kannst mir nicht erzählen, Max, dass das geplant war. Trotzdem geile Aktion auf den T34-100. Begibt sich damit auch in eine relativ optimale Position, um den IS-6 jetzt aus dem Gegnerteam, der jetzt hier irgendwo noch stehen müsste, zu flankieren. Hat jetzt hier Heat geladen. Ja. Er muss jetzt hier gucken, dass er von hinten von dem Tiger P nicht rausgenommen wird. Da trifft er nur die Kette. Und der IS-6 bedankt sich mit einer APCR. Vorfahren. Vorfahren. Er muss halt ein bisschen auf den Jagdtiger oben noch achten. Der kann ihn jetzt mit einem Schuss rausnehmen, wenn er die Top Gun hat. Deswegen jetzt lieber den Tiger P angreifen. Für den brauchst du nicht unbedingt die Heat. Aber hier hat man wieder gesehen, dass die Gun Depression fehlt. Also ich glaube, wenn der T-54 noch Gun Depression hätte, dann wäre das das OP-Fahrzeug schlechthin. So, Tiger P und tschüss. Ich würde jetzt wieder auf AP umladen. Denn der Jagdtiger sollte damit auch kein Problem sein. Selbst wenn der frontal steht. Oh, oder erstmal die Arti. Ja, für die brauchst du eigentlich auch keinen Heat. Oh, Low Roll. Gut, die verschießt. Da geht die Arti raus. Sechster Kill. 4700 Schadenspunkte. Was macht er denn jetzt? Hat er jetzt Angst vor dem... Er pinkt auf den Pilot. Push Jagdtiger. Ich würde jetzt... Also wir sehen, dass der Jagdtiger ihm die Seite zeigt. Jetzt nicht mehr. Aber wie gesagt, selbst die Unterwanne... Da verschießt er. Selbst die Unterwanne ist nicht unbedingt das Problem mit dem 201 mm. Jetzt, wo er natürlich schon den Aufbau... ja, ja, wie gesagt, er ist One-Shot. Oh, jetzt muss er aufpassen. Die Ruhe von hinten. Jetzt muss er hier ganz schnell gucken, dass er irgendwie... Das macht er jetzt richtig gut, ne? Er versucht jetzt hier, dass er die Ruhe nicht im Arsch hat. Und spielt hier mit dem Jagdtiger so ein bisschen Ringelpiez mit anfassen. Und er schafft es irgendwie nicht, auf ihn drauf zu kommen. Das hat er jetzt wirklich gut gelöst. Natürlich ein bisschen Glück, dass der Jagdtiger da nicht an ihn rankommt.
So, jetzt kommt die Ruhe von hinten. Die ist nicht One-Shot für ihn. Er verschießt. Jetzt hat er HE geladen für die Ruhe. Ich weiß nicht. Ja, okay. Er durchschlägt sie mit HE in die Seite. Ich hätte das Glück gehabt, dass ich die Ruhe in die Kette geschossen hätte und irgendwie nur so 100 Damage gemacht hätte. Also, gut gedacht, aber es gehört natürlich in so einer Situation auch absolut Glück oder RNG-Losglück dazu, dass er dann mit der HE-Granate die Ruhe in die Seite auch durchschlägt. Wie gesagt, wenn die Granate in der Kette hängen bleibt, dann nimmt die Ruhe ihn nämlich einfach raus. So, der T29 steht im Cap, er ist bei 5068 Schadenspunkten, 7 Kills, Redley Walters ist also noch drin, ne? So, ja, aimt ja kurz mit Auto-Aim an. Wie gesagt, Jagdtiger jetzt in die Seite. Jetzt gibt es keine Ausrede mehr, warum er hier nicht AP schießt. Er dreht sich wieder. Aber ich glaube, dass hier Heat einfach ein bisschen... Naja, lassen wir es. Er wartet jetzt, dass der Jagdtiger auf den Pilot nochmal schießt. Ah, der Jagdtiger hat sich jetzt so positioniert, dass er auf beide Panzer schießen kann. Und beide sind One-Shot. Und keiner von den beiden, also der Pilot und auch Max, wollen hier natürlich den Schuss fangen. Und Max, ja, er muss aufpassen. Die Su pinkt auch schon dahin. Der Prot könnte natürlich auch an die Position gefahren sein, wo er Max jetzt rausnehmen könnte. Jetzt hat er geschossen. Und jetzt gibt es nochmal Schaden auf den Jagdtiger. Sehr gut. Der Pilot nimmt dann den Jagdtiger raus. Und jetzt muss er halt gucken, dass er den Prot noch kriegt für die Redley Walters. 14 zu 9 steht's. 5900 Schaden, 600 gespottet, 1600 gebounced. Der T29 fährt jetzt aus dem Cap raus. Ja, Max schreibt jetzt ja auch, er will natürlich den 8. Kill haben. Selbstverständlich will er den 8. Kill haben. Und motzt da auch den T25 Pilot an, weil er natürlich ihm den Kill weggenommen hat. So, der Prot ist in One-Shot-Reichweite. Kann er sich den Kill sichern? Ich hoffe es. Jawohl. Ins Heck. Und damit Redley Walters 6240 Schadenspunkte in einer Top-Tier-Runde im T54. Hier haben wir dann auch die Auswertung von der Runde von Funky Sky in seinem T54. Es war das Panzer Ass, Hand Gottes, Schläger, Dualand, Wirkungsfeuer. Er bekommt die Redley Walters für 8 Kills. Großkaliber gibt es auch noch. Natürlich auch die Top Gun, weil er natürlich auch 6 Kills mindestens gemacht hat. Die Medaillen gibt es ja dann quasi immer zusammen. Er macht insgesamt 6240 Schadenspunkte, 8 Kills, 1618 Basiserfahrungspunkte. Also trotz, dass er Top-Tier war, wird er hier von den XP richtig, richtig belohnt, muss man sagen. Das ist schon ein herausragend guter Wert. Er spielt mit Premium-Account. Es war am Ende, waren es ein paar Heat-Granaten nach meinem Geschmack zu viel, aber das ist meine Meinung. Deswegen macht er hier auch minus 2500 Credits. Er hat noch einen Booster angehabt, deswegen sind es 4854 Erfahrungspunkte. 1600, wie gesagt, an seiner Panzerung abgeprallt. Wenn der T54 einigermaßen Hold-Down gespielt wird, dann ist der wirklich eine Macht. Zumal er ja auch nochmal einen Turmbuff vor kurzem bekommen hat. 613 Schadenspunkte als Unterstützung. Tja, Ferdinand, auch ein super Panzer in der ersten Runde und der T54 natürlich auch in der zweiten Runde. Wenn es euch wie immer gefallen hat, lasst mir sehr gerne ein Däumchen nach oben da. Schreibt eure Meinungen zu diesen beiden Runden in die Kommentare und dann sehen wir uns wieder zu einem der nächsten Videos hier bei mir auf dem Kanal. Macht's gut, ciao, ciao, euer O'Hare.